Sehr verehrte Damen und Herren, der Mensch und die Technologie, wir Menschen und die Technologie, das ist eigentlich immer schon nicht nur ein Begriffspaar, sondern ein Miteinander gewesen. Seit dem ersten einfachen Steinwerkzeug, das erfunden wurde, weil sich der Mensch das Leben einfacher machen wollte, weil er die Arbeit unterstützen wollte, weil er sich schützen wollte. Diese Instrumente und Technologien hatten aber immer schon auch eine Rückbezüglichkeit auf den Menschen, haben ihn mitgeprägt, die Art und Weise, wie der Mensch, wie wir Menschen lebten und leben. Und so ist es eigentlich auch kein Wunder, dass ganze Geschichtsepochen nach den Materialien, aus denen diese Hilfsinstrumente, diese Technologien erdacht, gebaut und gefertigt worden sind, benannt wurden. Die Steinzeit, die Eisenzeit bis hin zum Elektrizitäts- oder auch Kommunikationszeitalter. Es wurde uns immer das Notwendige erleichtert und wir haben dadurch letztlich Zeit gewonnen. Da kann man natürlich fragen, wozu? Um mehr zu arbeiten oder andere Tätigkeiten zu verrichten, um Gemeinschaft zu pflegen, in Gemeinschaft zu leben, aber wohl auch Zeit, um uns mit uns selber zu beschäftigen. Zum Beispiel mit der Frage, wozu nütze ich diese Zeit? Und warum ist unsere Zeit eigentlich immer begrenzt? Warum findet sie ein Ende für uns? Und damit die berühmte Frage, was ist denn eigentlich der Sinn? Warum ich, warum wir hier sind? Und warum ich das herausstreiche? Weil es meine persönliche Meinung, meine Einschätzung ist, dass genau diese Frage es ist, wozu uns keine Technologie zur Hand geht und wo uns niemand das abnehmen wird, diese Frage für uns persönlich zu ergründen. Und daher ist es vielleicht auch die Möglichkeit, diese Frage immer wieder zu stellen und Antworten nach dieser Frage nachzugehen, die uns letztlich immer von der Technologie, von der Maschine, vom Computer, vom Roboter abgrenzt oder auch abhebt. Natürlich, und der Michel Strugel hat ja sehr eindrücklich darauf hingewiesen, je ausgeklügelter, je breiter die Möglichkeiten werden, umso vorhersehbarer scheint alles, umso berechenbarer, offensichtlich. Aber trotzdem, so sehr wir immer auch auf der Suche nach dem Sinn sind, so sehr bleiben wir doch eigentlich auch immer neugierig. Weil die Frage nach dem, was noch unmöglich scheint oder noch nicht erdacht ist, weil uns das offenbar genauso wie die Sinnsuche antreibt, das unmöglich Scheinende gibt offensichtlich auch Kraft. Und daher gibt es natürlich nach wie vor, so modern die Zeiten auch immer werden, Überraschungen, Gott sei Dank. Und mit jeder Möglichkeit, die sich ergibt, öffnen sich ganze Felder von neuen Dingen, die noch unmöglich scheinen, wo wir noch auf der Suche sind und die wir uns gerne auch erarbeiten möchten. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sagen gern heutzutage, wir haben alles und meinen damit, dass es uns so gut geht wie nie zuvor, dass wir so sicher leben wie nie zuvor, dass wir Entfaltungsmöglichkeiten haben und vieles von dem haben uns Technologien ermöglicht und haben auch dazu beigetragen. Die Technologie, mit der wir jetzt leben und deren Weiterentwicklung heute auch im Mittelpunkt steht, ich nenne es einmal ganz einfach die digitale Welt, das ist aber trotzdem eine, die uns berührt und auch fordert, wie eigentlich gar keine jemals zuvor. Durch das Tempo und die Geschwindigkeit, mit der Dinge möglich werden, auch Produkte zur Marktreife gebracht werden, wenn früher etwas Jahre brauchte, um in die Breite zu kommen, so geht das jetzt oft in Monaten oder gar nur Wochen. Die Datenmengen, die anwachsen oder denen wir gegenüberstehen, oder eben auch, dass die Dinge, die den Menschen dienen sollen, untereinander zu interagieren beginnen, im Internet der Dinge sich miteinander beschäftigen und auch miteinander agieren. All das hat mittlerweile schon ganze Märkte auf den Kopf gestellt, Produkte untergehen lassen, aber dadurch auch wieder neue Produkte entstehen lassen. Es hat Marktchancen eröffnet und diese Umbrüche wirken natürlich auch auf uns, auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir lernen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns unterhalten, wie unser Entertainment heute ausschaut, wie wir arbeiten. Und daher ist eines schon sehr klar und für mich auch das Umfassendste eigentlich in
diesem Diskurs, in dem wir uns auch heute begeben, ging es bisher sehr oft darum, uns in handfesten, in körperlichen, in eben bisher so verstandenen technologischen Dingen zu unterstützen. So geht es jetzt darum, dass unsere geistigen, unsere intellektuellen Fähigkeiten, ich nenne es einmal einfach, unterstützt, ergänzt, vielleicht da und dort auch verbessert werden. Und je umfassender das wird, je durchdringender und auch je selbstständiger diese Technologien werden, umso verständlicher ist es natürlich, dass viele fragen, braucht uns diese Technologie irgendwann noch als Mensch oder übernimmt sie komplett das Kommando? Was wir zumindest wissen, und das ist schon eine sehr reale Frage für viele geworden, diese technologische Fortentwicklung, die digitale Welt, hat vielen schon den Job, den bisherigen Job gekostet, aber gleichzeitig natürlich Perspektive entwickelt, anderswo oder auf andere Art und Weise arbeiten zu können. Die Frage ist, neben diesem Thema des Jobverlusts, was wird mir der Roboter abnehmen oder vielleicht auch wegnehmen? Und die ganz eindringliche Frage, weil sie immer auch damit gekoppelt ist, dass wir in Europa offensichtlich leider nicht in ausreichendem Umfang die Datenhoheit haben, wo werde ich eigentlich überwacht oder besser gesagt, das ist ja schon angeklungen, wo bin ich überhaupt noch privat ungesehen, unbeobachtet oder auch nicht in meinen Tätigkeiten verfolgt. Und sehr geehrte Damen und Herren, für viele unter uns und für mich bleibt aber trotzdem in dieser Entwicklung klar, dass der Mensch, wir Menschen, immer sehr spezifisch bleiben werden. Wir werden heute über den Roboter mit Gefühlen oder Emotionen hören, ich bin gespannt, aber die Frage, den Sinn zu suchen, aus dieser Sinnsuche auch Werte für uns zu erarbeiten, nach denen wir uns orientieren, die wir auch einfordern und damit auch ein Gewissen zu entwickeln, nachdem wir uns verantwortlich fühlen, nachdem wir auch entscheiden, das ist etwas, was in einer Zeit wie dieser vielleicht wieder mehr herausgearbeitet werden muss, was aber jedenfalls den Menschen für meine Begriffe unterscheidet von den noch so faszinierenden digitalen oder auch anderen technologischen Möglichkeiten. Und daher ist für mich und für uns die Frage nicht so sehr, wer ist denn stärker am Ende, die künstliche Intelligenz oder wir, sondern es geht darum zu schauen, wo können wir das zusammendenken, zusammenführen und wo können wir auch in Europa, selbst im kleinen, feinen Oberösterreich, hier doch ein Wörtchen mitreden in der Entwicklung all dessen. Es ist daher ein nicht nur wichtiger Fingerzeig und nicht nur ein starkes Symbol, sondern es ist auch wirklich eine Notwendigkeit. Und es ist damit auch kein Wunder, dass auch da der Michael Strugel an der Wiege gestanden ist, dass wir ein Studium der künstlichen Intelligenz auch bei uns hier im Lande ermöglichen. Mit all den Forschungskomponenten, die das haben wird, aber eben auch, um uns nicht wehrlos all dem auszuliefern, sondern mit dabei zu sein und hoffentlich, ich sage das auch ganz offen, viele junge Leute auf uns aufmerksam zu machen, die hierher kommen, die da mitforschen wollen, die auch hier studieren wollen und die dann hoffentlich auch bleiben. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Bereitschaft, offen für Neues zu sein und die Fähigkeit, aus diesem Neuen dann auch sehr rasch innovative Produkte oder Dienstleistungen abzuleiten, das war und ist das große Erfolgsrezept unserer Region und der vielen, die diese Region wirtschaftlich und auch politisch gestalten. Und das soll natürlich gekoppelt mit den bisherigen Kompetenzen, die wir schon hatten, in breiten Feldern, vom Leichtbau über die Antriebstechnologien bis hin zum Maschinenbau, bis zur Medizintechnik, gekoppelt mit den neuen Forschungsergebnissen, natürlich auch eine Grundlage werden, unsere Region, unseren Standort sehr selbstbewusst weiterzuentwickeln. Dieses Zusammendenken und Zusammenentwickeln von digitaler Welt, künstlicher Intelligenz und der menschlichen empathischen Fähigkeit und der menschlichen Intelligenz wird auch in vielen Bereichen nötig sein und die kann ich jetzt nur antippen. Der demografische Wandel und die Notwendigkeiten, die wir in der Betreuung, Pflege und auch Obsorge haben, die vielen anstrengenden, auch mühseligen körperlichen Tätigkeiten, die wir dort vielleicht auch anders technisch mit Robotertätigkeit unterstützt tun können, aber
immer auch das zwischenmenschliche Erleben, die empathische Einfühlungsmöglichkeit, die man gerade auch in einer Pflege- und Betreuungssituation braucht, die dann immer der Mensch auch zu übernehmen hat. Oder in der Medizin, mit einer jungen medizinischen Fakultät ist das natürlich ein spannender Ansatz, dass wir dort den Technologieschub nutzen für vielerlei Einsatzmöglichkeiten, von der Telemedizin bis hin zu anderen faszinierenden und hoffentlich auch heilenden Momenten, wo aber trotzdem letztendlich immer der Kontakt von Mensch zu Mensch, vom Patient zum Arzt, zum medizinischen Personal im Mittelpunkt stehen wird. Also dieses geeinte Vorgehen, dieses Miteinanderdenken und Miteinanderentwickeln, das wird uns sicher auch entsprechend fordern und das wird ein guter Weg sein, auf dem wir Oberösterreich zum Land der Möglichkeiten auch entwickeln können. Und sehr geehrte Damen und Herren, so engagiert, so forsch wir vielleicht auch hier in der Entwicklung, in der Innovation, in der Forschung tätig sind, genauso engagiert und genauso kompetent müssen wir aber auch bei diesen Entwicklungen die Frage der zugrunde liegenden Werte oder auch der Ethik stellen, der Entscheidungsgrundlagen, die es auch bei diesen Entwicklungen gibt, ob es sie voranzutreiben gilt in aller Form oder auch nicht, wie sie und wo sie zur Anwendung kommen sollen, ob wir das einer Leitlinie unterwerfen oder nicht und ob wir letztlich auch alles wollen, was uns abgenommen werden kann. Das ist eine Notwendigkeit, die sich gerade bei dieser so rasanten Entwicklung mit Sicherheit ergibt und die wir auch ergreifen werden. Daher, so mühselig das auch ist und so negativ das momentan auch behaftet ist, auch wenn die EU oder wir europäischen Staaten jetzt beginnen, in diesen Datenmärkten regulierend einzugreifen und zu sagen, dass der Missbrauch von Daten natürlich ein Verbrechen ist, das man auch ahnden muss, da kann man vieles besser machen, aber das ist ein Zeichen dafür, dass sich diese Gemeinschaft, die europäische Familie, dass wir uns auf diesem Kontinent eben auch beginnen aufzustellen und selbstbewusst mit diesen Entwicklungen umzugehen. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr dafür, dass wir in Oberösterreich diese faszinierenden Technologien, Entwicklungen nützen, dass wir sie vorantreiben, dass wir sie einsetzen, weil man muss es immer besser machen, hat es vorher geheißen. Wir wollen ja die Zukunft gestalten, wir wollen damit ja unser Leben hier gut erhalten oder auch besser machen und daher müssen wir weitergehen. Sind wir froh über die Neugierde, die es gibt? Wir wollen das unterstützen, wir wollen das auch entsprechend begleiten. Wir wollen aber auch immer, dass der Ziel all dieser Tätigkeit der Mensch und auch die Würde des Menschen ist, dem all diese Entwicklungen entsprechend helfen sollen. Sehr geehrte Damen und Herren, apropos weiter, Michael Strugel hat darauf hingewiesen, er wird heute die Stafette weiterreichen an Frau Landeshauptmann Stellvertreterin Christine Haberlander. Ich möchte daher dir, lieber Michael, dafür danken, dass du den Weitblick hattest, gemeinsam auch mit Markus Hengstschläger, für Oberösterreich, für eine sehr starke, eine sehr selbstbewusste, aber dann trotzdem, das muss ich ja leider bekennen, sehr kleine Region im weltweiten Vergleich, dieses Experiment zu beginnen und zu sagen, wir brauchen nicht nur das pragmatische politische Tun, wir brauchen nicht nur die Markt- und Meinungsforschung, nicht nur die Beratung im generellen Sinn, wir brauchen eine Gesellschaft, wir brauchen Kompetenzträgerinnen und Kompetenzträger, die weit vorausschauen und die auch widersprüchlich diskutieren, weil es nur so gelingen kann, wirklich auch den Anspruch zu erfüllen, dass wir uns zu einer Spitzenregion im europäischen Ausmaß entwickeln. Und dieses Experiment hat nicht nur Früchte getragen, sondern hat sich etabliert im besten Sinn des Wortes, weil es sich auch immer wieder selber gefordert hat, den Anspruch an sich selber gestellt hat, Academia Superior zu sein, nämlich immer weiter vorauszugehen. Ich danke dir dafür sehr, sehr herzlich. Danke dir auch für die vielen, vielen Inputs, die uns dafür ermöglicht worden sind. Und du bist natürlich weiterhin herzlichst eingeladen. Auch deine Kompetenz, die wir nützen wollen und die wir brauchen, ist bei Academia Superior weiterhin erbeten. Ich danke dir herzlich für diesen großen Wurf für Oberösterreich,
der vielen auch Mut macht und der unsere Landesentwicklung mit Sicherheit sehr vorausschauend und positiv beeinflusst. Und ich wünsche der Christine Haberlander bei dieser spannenden und reizvollen Aufgabe alles, alles Gute, eine gute Hand und auch viele Ergebnisse, viele Diskussionen, die dann letztendlich Oberösterreich und uns alle voranbringen. Herzlichen Dank, lieber Michael. Alles Gute, liebe Christine.